Habe ich mir nicht vorgenommen, im Mai weniger zu kaufen? Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Mai-Haul. Ja, ein weiterer Monat ist vorbei. Gerade scheint die Sonne, aber die letzten Tage dachte ich, uff, wir sind im Herbst, ne? Ich freue mich jetzt mal wieder ein bisschen sommerlicher gekleidet zu sein. Wer meinen Shein-Haul verpasst hat, schaut da gerne mal rein. Ich verlinke es euch bei dem i, da habe ich nämlich auch das tolle Oberteil hier gekauft oder mich dafür entschieden. Weil da habe ich ja schon erwähnt, das passt super zu diesen Disney-Ohren. Und ihr seht, also ich finde es ein mega cooles Outfit, muss ich sagen. Ich überlege mir, ob ich das auch ins Disneyland mitnehmen soll im Juni. Ja, es geht nämlich ins Disneyland endlich wieder. Halleluja! deswegen wird dann im Juni-Haul auch Disneyland Paris-Merch dabei sein. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mir schon kaufen werde. Kann ich euch schon mal vorweg sagen. Und zwar den neuen Spirit Jersey, den Pride Spirit Jersey. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall vor Ort kaufen. Aber kommen wir erstmal zu den Mai-Sachen, also die Sachen, die ich mir im Mai gekauft habe. Ich hatte es, glaube ich, schon im April-Haul angeteasert. Die Sachen aus Amerika, die haben wir ja auch schon, also eigentlich habe ich die schon im April, glaube ich, bezahlt. Ich weiß nicht, aber ich zeige es euch jetzt, weil sie dann angekommen sind. Diese Marke macht mich wirklich irgendwann arm. Also, das ist ja von Loungefly. Ich muss jetzt mal gucken, damit ich es richtig ausspreche. Stitch Shop bei, oder Shoppe, ich weiß es nicht. Bei Loungefly, die machen mich wirklich arm. Also, ich liebe die Röcke von denen. Ich liebe die Röcke von denen. Und die haben noch so viele Röcke, die ich gerne hätte. Aber fangen wir an mit einem Kleid. Genau, und zwar das Phantasia-Kleid. Ich habe die Balkontür offen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Da sind nämlich gerade Menschen vorbeigelaufen. Also, das Phantasia-Kleid. Ihr seht hier so zwei Bommeln. Daniel sagt, das sind so Gardinenhalter, ne, wo man so Gardinen zusammenbinden kann. Ich finde es cool. Dann hier an den Ärmeln sind so Mond und Sterne. Hier auch. Genau. Und dann unten, ihr seht es natürlich auch angezogen, ist Mickey mit den bekannten Besen aus Phantasia. Genau. Das Kleid wollte ich unbedingt haben und ich finde es wirklich sehr schön. Ich hatte es ja auch schon im Late-Night-Stream des Quiz Fan-Special an. Ihr wisst, also wenn ihr uns auf Instagram folgt, wir hatten ein Fan-Quiz gemacht und da hatte ich das Kleid bereits an. Genau, also ein sehr, sehr schönes Kleid. Die Sachen kann man leider nicht direkt dort bestellen. Es gibt mittlerweile so Zwischenhändler, da kosten die Sachen aber ein bisschen mehr, als sie wirklich ursprünglich kosten. Es ist ein bisschen doof, aber die Sachen habe ich jetzt bei Double Box Toys bestellt. Ich packe euch natürlich auch die Links unten in die Infobox. Wie gesagt, das ist ein Zwischenhändler. Natürlich macht der seinen Gewinn durch diesen Einkauf. Deswegen sind die Sachen ein bisschen teurer. Manchmal sind Sachen im Sale. Ich glaube, das Kleid und der Rock von Phantasia waren jetzt vor kurzem im Sale. Ich weiß nicht, ob sie immer noch im Sale sind. Schaut einfach mal vorbei. Und ja, dann kommen natürlich die Versandkosten dazu. Und da der Händler in England ist und wir nach dem Brexit Steuern nachzahlen, also da wir nach dem Brexit ist es ja so, dass man Einfuhrgebühren, Einfuhrsteuern zahlen muss. Das war in dem Fall auch so. Wir hatten ja eine Riesenbestellung gemacht mit 3 Personen und dann mussten wir auch Steuern nachzahlen. Ich glaube, bei mir, meine Bestellung lag bei ungefähr 250 bis 300 Euro für alle Sachen. Und ich glaube, ich musste nochmal 60, 70 Euro Steuern nachzahlen. Genau, nur dass ihr Bescheid wisst, dass ihr da nicht vor vollendeter Tatsachen seid, dass die Sachen kommen und ihr denkt, oh, kommen noch die Steuern drauf. Das hat aber die Moni nicht gesagt. Also, wie gesagt, wenn ihr bei Double Box Toys bestellt, kommen Einfuhr. Ich vergesse jedes Mal, mein Handy lautlos zu machen. Es ist irgendwie immer der Fail. Also, wenn ihr dort bestellt, denkt an die Einfuhrgebühren aus England. Es gibt aber auch immer mal die Sachen bei eBay. Da schaue ich auch mal nach, ob es Sachen von der Marke gibt.
Da ist es auch natürlich etwas teurer, aber da habt ihr komplette Transparenz, Versand, Einfuhrgebühren. Dann wisst ihr, was die Sachen kosten. Ja, also einmal das Phantasia-Kleid. Dann, wo ich mich auch richtig drin verliebt habe, sofort, ist einmal, also ich liebe ja die Röcke, das wisst ihr, ist dieser Cinderella-Rock passend zu dem Rucksack, den ich schon habe. Es sind super viele Details, hier die ganzen Mäuse und die Vögel und das Maßband, was auch am Rucksack dran ist. Und passend dazu, ich liebe ja diese Kombinationen von den Sachen, gibt es dieses Oberteil. Das ist einfach weiß. Man kann es off-shoulder tragen. So. Und hier vorne ist der, hier sind auch zwei kleine Vögel drauf. Und da steht: Dream is a wish your heart makes. Also es passt super zu dem Rock. Und was man dazu sagen muss, an jedem Kleidungsstück ist ein Pin dran. Ihr seht hier, der kleine Kali ist es, glaube ich. Genau. Und ich glaube, derselbe Pin ist nochmal an dem Rock dran. Genau. Hier. Auch nochmal der Pin. Also die sind an jedem Kleidungsstück ist ein Pin dran, auch an dem Fantasia. Das zeige ich euch gleich aber im nächsten Teil, was für ein Fantasia-Pin da dran ist. Ja, also der dolle Rock mit dem Oberteil, wie gesagt, ungefähr mit Steuern, mit Einfuhrgebühren bei 300 € für alle Sachen. Ist nicht günstig, wie gesagt, deswegen macht die Marke mich irgendwann arm. Also, und es gibt noch so viele Röcke, die ich gerne hätte. Toy Story, Bambi, Coco. Ja, ich glaube, das waren jetzt erstmal alle, die ich noch haben wollte. Alice im Wunderland gibt es gerade noch, ist neu rausgekommen. Aber Alice reizt mich jetzt nicht so. Ja, das habe ich schon gezeigt. Im Try-On seht ihr beides zusammen angezogen. Oder habt ihr es schon gesehen? Und ja, dann, ich habe ja schon mal den Phantasia-Rock gezeigt und ich hatte leider damals nicht das passende Oberteil dazu bestellt, was ich ein bisschen bereut habe. Das habe ich jetzt nachgeholt. Das ist das passende Oberteil zu dem Phantasia-Rock. Hier der kleine Besen und hier seht ihr schon der Pin. Und das ist der Phantasia-Pin, der dazu kommt. Genau, der war auch am Kleid dran und auch bei dem Rock. Ja, also die Pins sind auch eine ganz nette Sache. Ja. Und ihr seht im Try-On, wie ich das mit dem Rock zusammentrage. Kommen wir zu einer Kooperation. Und zwar mit Pampling zusammen. Ich durfte mir einige Sachen von Pampling aussuchen, die ich euch jetzt zeige und präsentiere. Und dann gibt es am Ende noch einen Rabattcode für euch. Genau, Pampling designt Tanktops, T-Shirts, Hoodies, Poster. Ich glaube, ich habe alles auch. Und Handyhüllen in verschiedenen Designs, auch Disney Designs. Es gibt aber auch andere Designs. Ich zeige euch jetzt aber nur die Disney Designs. Natürlich habe ich mir nur Disney Designs bestellt. Und wie gesagt, jedes Design, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr von einem der eben genannten Sachen bestellen. Also ihr habt da komplett die Auswahl, was ihr euch aussucht und was euch am besten gefällt. Ich habe mir einmal ein Tanktop bestellt. Also ich habe von allem irgendwas bestellt, damit ich euch das auch zeigen kann. Also einmal ein Tanktop mit Mickey Fantasia. Ich trage übrigens Größe L. Und ja, passt perfekt. Also das ist das erste Teil. Dann ein T-Shirt in Weiß mit König der Löwen. Auch sehr cool, passend, falls es jemals die Lion King in Jungle Festival zurückkommt, habe ich dann schon mal ein sehr, sehr schönes T-Shirt dazu. Auch Größe L, Ladies Cut. Die haben jetzt nämlich neue Größen für Frauen. Also alles in L, Ladies Cut, passt auch sehr schön, sitzt sehr schön tailliert. Ihr seht es ja auch im Try-On. Dann ein weiteres T-Shirt in Schwarz mit Ariel. Ist auch sehr speziell das Design, aber ich finde es sehr schön mit Fabius. Und das ist auch Größe L. Habe ich auch schon im Europapark getragen. Und was eins meiner Lieblingsteile, der Hoodie. Also ich kann euch sagen, der ist so bequem. Ich hatte den auch schon jetzt im Europapark an. Der ist super warm, der ist super bequem, weich von innen. Mega angenehm zu tragen und auch dieses Design mit dem Friends-Logo, aber mit den Disney-Charakteren an einem Tisch ist schon mega. Der hat auch vorne Taschen, auch sehr praktisch für mich gewesen, um meine Handys immer da reinzuschmeißen. Hat auch eine Kapuze. Ja, also mega bequemer Hoodie. Also ich kann es euch sagen, es ist super bequem.
Und das ist auch Größe L, aber Unisex. Also können auch Männer tragen, sozusagen. Aber Größe L passt perfekt. Ich kann auch was drunter ziehen, wenn es kühler ist oder halt jetzt im Sommer, wenn es morgens noch kühler ist und ich mich dann ins T-Shirt schmeiße mittags, passt dieser Hoodie perfekt. So, und ich habe es ja eben noch erwähnt, Poster gibt es auch. Handyhüllen kann ich euch jetzt nicht zeigen, habe ich keine bestellt. Aber Poster, und jetzt muss ich erstmal das Poster rausholen. Eine Sekunde. Beim Poster habe ich mich für folgendes Design entschieden, und zwar Cinderella mit ihrem Schuh. Und schaut euch mal die Details im Kleid an. Das Schloss mit Cinderella und der Kutsche und der guten Fee. Und ja, das ist das Poster, kann man einrahmen und sich irgendwo schön hinhängen. Und wie gesagt, jedes Design, was ihr jetzt gesehen habt, könnt ihr als Poster bestellen, als T-Shirt, als Hoodie. Schaut einfach mal vorbei. Und es gibt auch Socken. Ja, ich habe mir ein paar Stitch-Socken bestellt. Man kann ja nie genug Socken haben, finde ich. Genau, das ist das Paar Stitch-Socken. Gibt es auch noch in länger, aber ich fand die Füßlinge ganz praktisch für den Sommer. Ja, das war's. Danke an Pampling für das Zuschicken der ganz, ganz tollen Teile. Und natürlich noch der Rabattcode. Und zwar mit MoniMaus20 spart ihr 20% auf alles. Schaut gerne mal bei Pampling vorbei. Ich packe euch unten den Link auch in die Infobox. Und viel Spaß beim Shoppen. Ja, dann habe ich bei H&M bestellt. Die Sommerzeit fängt ja jetzt an, hoffentlich mal. Nach dem Herbsteinbruch, den wir hatten. Und dann, ich mache ja auch demnächst Sommerurlaub. Und deswegen dachte ich, passen die Schuhe perfekt für den nächsten Sommer-Strandurlaub. Genau, sind einfach so Badesandalen mit Mickey Maus vorne drauf. Und die haben, glaube ich, nur 10 Euro gekostet. Deswegen, die kommen auf jeden Fall in den Koffer für den Griechenland-Urlaub. Ja, Shop Disney ist wieder ein bisschen. Ich habe ein bisschen übertrieben bei Shop Disney. Wieder mal, aber warum bringen die auch immer so schöne Sachen raus manchmal? Also ich zeige euch die Kollektion später, da konnte ich mich wieder nicht zurückhalten, aber das seht ihr gleich. Ich zeige euch erstmal die Castle Collection. Ja, wie immer, der Pin gehört ja in meinen Rahmen. 25 Euro und ich packe ihn euch gerne mal aus. So, das ist der Pin, der Aladdin-Pin. Kriege ich das jetzt auf? Falsche Seite, natürlich. So, und so sieht er von innen aus. Ja, ist ganz nett. Finde ich ein bisschen zu golden. Hat ein bisschen zu viel Gold-Touch drin, so ein Gelbstich. Ansonsten, ja. Also auch von innen überzeugt es mich nicht so. Die Bilder sind irgendwie so ein bisschen verschwommen. Naja. Aber ich habe ja den Castle, den Rahmen, wo die ganzen Schlösser reinkommen. Und natürlich dürfte er nicht fehlen. Aber die Pins sind nicht so begehrt. Also ich weiß nicht, ob sie immer noch online gibt. Aber die großen Schlösser sind mittlerweile sehr begehrt. Also ich sollte den für jemanden mitbestellen. Und ich habe aktualisiert um 9 und da war schon ausverkauft. Also die sind wirklich sehr begehrt. Aber ich habe mir dieses Mal das Ornament bestellt, weil ich es wirklich schön finde. Die Ornamente kosten auch 25 Euro. Allein die Box ist auch schon sehr, sehr schick. Und das ist das Ornament. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also es hat nicht so einen Gelbstich. Das sieht wirklich sehr schön aus, auch sehr detailliert. Ich drehe es mal ein bisschen. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes Schloss. Ich sammle ja nicht alle Schlösser. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, Rapunzel habe ich und Schneewittchen und das hier, glaube ich. Ja, es könnten alle sein, die ich habe. Ja, also finde ich auch sehr schön. Und die nächsten Schlösser, gut, Merida bin ich raus mit Ornament. Da muss ich aber nur den Pin holen. Aber bei Ariel und bei Belle, da werde ich auf jeden Fall auch die Ornamente holen. Und bei Belle hätte ich gerne auch das große Schloss. Aber ob ich das kriege, wenn ich das jetzt mit Aladdin gesehen habe, naja. Ja, machen wir weiter mit Shop Disney. Aber die Eskalationssachen, also wo ich richtig eskaliert bin bei Shop Disney, zeige ich euch am Schluss. Mein Magen knurrt. Ich habe noch nicht gefrühstückt. ja, es gab die Pride Collection. Gab es auch jetzt. Da habe ich mich aber auch sehr zurückgehalten. Das Handtuch habe ich auch schon von letztem Jahr. Die Ohren waren wirklich
mega hässlich. Also ich hatte sie bestellt, aber dann, nee, ging gar nicht. Aber ich habe mir die Bauchtasche bestellt. Ich liebe ja Bauchtaschen im Park und ich habe euch ja eben erzählt, es gibt ja den neuen Pride Spirit Jersey, wenn das Disneyland aufmacht. Und die Bauchtasche passt perfekt dazu. Ich habe ja noch die Pride Ohren. Die sind schwarz und haben Glitzern und haben eine bunte Schleife. Passt die Bauchtasche wirklich perfekt dazu. Bin ich froh, die ergattert zu haben. Das Band ist auch so ein Regenbogenfarben. Also richtig cooles Outfit wird das geben. Die hat gekostet auch 25 Euro und dazu gab es dann Schlüssel. Ja, es gab im Mai drei Schlüssel, zeige ich euch jetzt. Also einmal hier den Schlüssel, das ist der Pride-Schlüssel. Den finde ich wirklich auch sehr hübsch mit den Mickey Mouse-Details und dem Etikett. Dann gab es den Star Wars-Schlüssel zu May the Fourth be with you. Ja, okay, ist okay. Haut mich jetzt nicht vor Hocker. Und dann gab es noch hier den Schlüssel, der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Der Prinzessinnen-Schlüssel. Ja, da seht ihr ihn. Und das Etikett. Es gab jetzt auch den Cruella-Schlüssel, aber dafür wollten sie 10 Euro haben. Habe ich nicht eingesehen. Also, wenn man was bestellt, finde ich, das reicht schon. Da kann man den Schlüssel dazulegen. Aber 10 Euro für den Cruella-Schlüssel, also ich glaube, den werden sie auch nicht los bekommen. Aber zu dem Prinzessinnen-Schlüssel musste man ja auch was bestellen. Und dann habe ich was von der Schöne und das Biest-Kollektion bestellt. Und zwar einmal den Pin. Eigentlich sehr schön, man kann es da umdrehen und dann, ja, dann ist da so Glitzer drin. Sieht man aber kaum. Der hat 10 Euro gekostet, aber finde ich wirklich wunderschön, den Pin. Und dann habe ich mir noch ein Artwork gekauft von Belle. Oh, jetzt muss ich mal gucken wegen dem Licht. Ja, hier sieht man es ganz gut. Hat 40 Euro gekostet, also war nicht ganz günstig, aber ich finde es sehr schön und ist ja meine Lieblingsprinzessin und mein Lieblingsfilm. Deswegen dachte ich, das bestelle ich mir. Bevor ich zur Shop Disney Eskalation komme, wollte ich euch noch eine Kooperation vorstellen und zwar mit Evolve. Danke schon mal fürs Zusenden der wunderschönen Artikel, die ich euch jetzt zeige. Und natürlich gibt es auch da einen Rabattcode für euch. Ja, einmal, okay, das Highlight zeige ich euch am Ende. Einmal, eben schon erwähnt, meine Lieblingsprinzessin. Einmal eine wunderschöne Belle-Tasse. Glas-Tasse, Entschuldigung. Es ist ein Glas, hinten seht ihr das Schloss und vorne ist Belle. Ist auch ein sehr großes Glas, ich glaube 400 Milliliter passen rein. Leider nicht Spülmaschinen geeignet, aber da muss ich wohl durch, das mit der Hand zu spülen. Aber ein sehr, sehr schönes Glas. Gibt auch andere schöne Glasdesigns, kann man sich so eine richtig schöne Sammlung aufbauen. Dann ein T-Shirt, was auch sehr speziell ist, weil es sehr durchsichtig ist. Also einmal Minnie Maus, einmal finde ich sie sehr hübsch mit diesem mit den Blumen und Schmetterling im Haar. Und es ist auch also transparent, wenn man da mal eine Hand reinmacht. Genau, da seht ihr es. Das heißt, man muss einen Top drunter ziehen oder hier so ein Bandeau. Aber sehr, sehr schön. Ich habe hier Größe L. Ich muss sagen, M hätte auch gereicht, aber Oversize ist ja in, ne? Dann durfte ich mir noch oder habe ich mir noch ein Notizbuch von Ariel ausgesucht. Auch sehr schön detailreich. Hier von Ariel. Hier hinten habt ihr Fabios. Und innen drin ganz, ganz viele Seiten zum Schreiben. Und natürlich nochmal ein paar detaillierte Bilder. Hier unten seht ihr ich muss mal gucken, was da ist. Da unten ist Sebastian, genau. Ja, ganz, ganz viele Seiten zum Schreiben kann man immer gebrauchen für YouTube-Ideen oder Instagram-Ideen, Reel-Ideen. Notiere ich mir gerne immer in so Notizbüchern und habe sie dann immer gern dabei unterwegs. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Ja, und zwar die Cinderella Teekanne. Ja, ist sie nicht wunderschön? Also ich finde, man muss sie jetzt auch nicht als Teekanne benutzen. Man kann sie auch einfach dekorativ irgendwo in eine Vitrine stellen und man hat wirklich einen Blickfang. Ich zeige sie euch auch gleich aus dem Karton raus. Aber sie ist wunderschön. Also man kann es nicht anders sagen hier als Teekanne. Ein wirklich sehr, sehr besonderes Stück. Und jetzt zeige ich euch die natürlich auch. Da war natürlich nichts drin. Die steht hier. Nicht, dass ihr denkt, ich schmeiße die Teekanne durch die Gegend. Und zwar, da ist sie. Die Teekanne. Ich weiß nicht, wie viel Milliliter reinpassen, aber
weiß ich auch nicht, ob ich sie als Teekanne benutzen werde, weil ich finde sie wirklich auch so schon sehr schön dekorativ, einfach in die Küche oder in die Vitrine stellen. Ja, so kann man sie abnehmen, Tee gießen. Ihr wisst, wie eine Teekanne funktioniert, muss ich euch jetzt nicht erklären. Und dann kann man sie hier wieder draufstellen. Ja, sehr, sehr schön. Und natürlich der Rabattcode. Ihr bekommt bei Evolve 15% Rabatt mit dem Code MAUS15. Packe ich euch natürlich auch alles unten nochmal in die Infobox, den Code und den Link. Schaut gerne mal bei Evolve vorbei, ich würde mich freuen. Ja, Eskalation bei Shop Disney, die Tropical Collection. Ihr seht es bei mir im Hintergrund. Also wenn diese Kollektion nicht zu mir passt, dann weiß ich auch nicht. Also mein Wohnzimmer ist ja im Urban Jungle Style. Und deswegen konnte ich mich leider nicht so zurückhalten, wie ich gerne wollte. Direkt am Anfang des Monats, direkt gefailt. Ich hoffe auf den Juni, obwohl er Disney dann aufmacht. Aber ja, zeige ich euch die ganz, ganz tollen Stücke. Also ich finde sie wirklich wunderschön. Und zwar einmal was zum Anziehen, und zwar diesen Pullover. Der hat, jetzt muss ich mal spicken, weil die Preise nicht mehr dran sind, der hat 36 Euro gekostet. Ich habe hier Größe M bestellt. Genau, ich finde bei Shop Disney, die Pullover fallen immer ein bisschen größer aus, deswegen bestelle ich dann immer eine Nummer kleiner. Einmal den Pullover. Dann passen dazu, ach übrigens, der Pullover, ich finde, kann ja so erzählen, ich finde, dass das Material perfekt für den Sommer ist, weil für so laue Sommerabende oder morgens, wenn es ein bisschen kühler ist, kann man den super drüber ziehen. Der ist aber nicht zu dick. Das heißt, man kann ihn dann später gut verstauen und er ist sehr leicht fallend. Also perfekt für den Sommer. Passend dazu die Shorts. Die hat 28 Euro gekostet. Ich muss mal gucken, weil ich die Preise schon abgenommen habe, weil ich sie schon getragen habe. Genau, 28 Euro. Die Shorts passen zu dem Pullover. Auch mega cool. Ich liebe dieses tropische Design. Und natürlich passend dazu die Ohren. 30 Euro für die Ohren. Ich habe die Faxe schon abgeschnitten. Also es war ja grauenhaft wieder. Genau, 30 Euro für die Ohren. Passend zum Pullover und den Shorts. Ja, geht aber noch weiter. Ja, 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 ja. Wie gesagt, ein bisschen eskaliert. Jetzt muss ich mir hier aufräumen neben mir, damit ich euch die Sachen auch noch zeigen kann. Einmal. Oder eher zweimal. Das coole Minimauskissen. Hier steht Hello Summer. Diese Jungle-Optik. Gold, grün. Also es kommt dann hier hin, auf die Seite und auf die Seite. Oh, ich sehe es schon. Es ist wunderschön. Die sind auch recht groß. Erstmal muss man hier auch wieder die Faxe abschneiden. Preis war 35 Euro pro Kissen. Wie gesagt, ich habe zwei davon gekauft. Irgendwas wollte ich euch... Ach genau, die Größe. 51 x 51 cm. Also wirklich sehr, sehr groß. Dann, ja, geht's weiter mit einer Schüssel. Einer Salatschüssel. Im Jungle-Look ist es kein Keramik, kein Glas. 28 Euro für die Schüssel. Und alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind Spülmaschinen geeignet. Nicht Mikrowelle, aber für die Spülmaschine, was mir ja immer sehr, sehr wichtig ist. Deswegen einmal hier die coole Urban Jungle Salatschüssel. Dann gab es die Teller, die haben 34 Euro gekostet. Ja, die sind auch aus diesem Plastik. Ich weiß gar nicht, online stand, was das für ein Material ist. Warte, ich kann mal gucken. Ich habe ja die Seite hier noch offen. Oh, die Teller sind aber nicht gut bewertet auf Shop Disney. da, Produktdetails. So, was haben wir denn da? Aus Melamin. Genau, das ist der Stoff. Das ist der erste Teller. Der zweite Teller. Der dritte Teller. Also jeder Teller hat ein anderes Design. Und der vierte Teller. Ja. Ich habe ja von letztem Jahr schon diese Plastikteller. Da gab es ja auch so eine Sommerkollektion, aber die war ein bisschen bunter. Ja, die habe ich auch noch und die sind aber ein bisschen kleiner als die jetzt. Dann habe ich mir, das ist natürlich nicht Spülmaschinen geeignet, das Tablett geholt für, Alter, war das teuer, 45 Euro, aber es ist aus Holz und ich werde es mir hier so dekorativ ins Wohnzimmer stellen. Also ja, ich habe ja schon ein Tablett, was ich nutze für mein Essen von der Küche ins Wohnzimmer zu tragen. Das
benutze ich auch wirklich fast jeden Tag zum Frühstück. Aus dieser Walt Disney World Kollektion habt ihr einen anderen Holz gesehen. Das benutze ich wirklich fast täglich. Und jetzt habe ich das. Das wird eher so dekorative Zwecke einnehmen. Und die letzten Sachen, und zwar noch die kleinen Schüsseln. Die habe ich mir auch noch bestellt. Was haben sie gekostet? Die Preise 28 Euro für 4 Schüsseln, auch aus diesem Melamin. Und jede Schüssel hat auch ein eigenes Design. Genau, also in der Mitte ist immer Mickey, aber die an der Seite habt ihr immer ein anderes Design. Sehr gut für Kinder, glaube ich. Also da kann man die runterschmeißen, da passiert nichts. Also ich liebe diese Pflanzendetails, also wirklich mega, mega cool. Also als ich die Sachen gesehen habe, dachte ich, okay, wo ist Peter Zwegert? Hallo, weil die hat mich wirklich arm gemacht, die Kollektion. Aber sie passt perfekt in mein Wohnzimmer. Und die Phantasia-Kissen werden jetzt erstmal weichen. Und ich freue mich schon jetzt, die neuen Kissen hier hinzustellen. Ha! Ja, das war's. Also ich würde sagen, das war doch gar nicht so viel, oder? Nein, das war, ich weiß, es war wieder. Ich habe mir vorgenommen, im Mai weniger zu kaufen. Aber irgendwie war das wieder nichts. Vor allem wegen dieser Jungle Tropical Collection. Naja, es gibt auch noch eine Kanne und Gläser, aber da habe ich mich zurückgehalten, weil ich habe noch die Kanne von letztem Jahr. Und so oft benutze ich die jetzt nicht. Genau. Das war's von meinem Mai-Haul. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Artikeln oder noch weitere Links sucht, ich packe euch, wie gesagt, wenn es irgendwas online gibt, packe ich das gerne unten in die Infobox. Ansonsten ja, freue ich mich über einen Kommentar, ein Like und wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne, drückt auf die Glocke, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Es wird nämlich aufregend in den nächsten Wochen. Juhu. Ja, so viel kann gesagt sein. Damit verabschiede ich mich bei euch. Bis dann!